Diese Berserker-Pfeile sind für die Mission echt geil. Kann man nicht anders sagen. Ja, wir haben noch eine Mission hier. Okay. Keine Steuern mehr. Oh, das ist aber nett. Dies ist aber nett. So, Hallöchen, Popöchen. Was haben wir hier noch? Einige Mörder sind aus dem Fort entkommen und wollen bei der ersten Gelegenheit aus Savannah fliehen. Findet und tötet sie. Ist das jetzt so eine zeitlich begrenzte Mission? Okay. Achso, ne, hier eher hin. Ich glaube, da können wir ja sowieso öffentlich kämpfen an sich. Ich habe ein bisschen Angst, dass sie schon wieder aggressiv werden, die Leute. Ja, aber die sind das ja nicht. Oder? Was machen die denn da? Wen denn? Ich hab ein bisschen Angst, ja, die rennen mir alle noch hinterher. Das ist ja cool hier. Was war das denn cool hier? Halt, Mörder! Mörder! Hallo? Oh! Ah! Ah! Hoppala! Siempre me pillan en el intento. Dale una buena cosa. Nadie puede pasar. No podrás despistarnos. Suchad ein Versteck. Oh, ich suche gerade ein Versteck. Die Bombe zu werfen war, glaube ich, echt eine gute Entscheidung. Ich will nur, dass mein Status weggeht, damit ich mich hier ganz entspannt bewegen kann. Okay. Was auch immer das jetzt für eine Aktion war. So, machen wir jetzt erstmal, wir machen erstmal das Lagerhaus, bevor wir diese Templar-Assassinen-Irgendwas-Mission machen müssen. Denn hier gibt's ganz viel Money. Sie haben eine Schatzkarte zu diesem Ort zu zeigen scheinen. Wo ist denn die Schatzkarte? Oh! Okay, und wir müssen natürlich auch die Schatzkarte. Wir haben eine Schatzkarte, die zu Havanna passt. Das ist interessant. Das müssen wir natürlich gleich erörtern. Aber erstmal machen wir die zwei nächsten Missionen und dann machen wir die Schatzkarte. Das ist eine gute Idee, möchte ich behaupten. Wer hat mir jetzt geschrieben? So. Wir müssen erstmal den Schlüsselmeister finden. So, und der hat gefiefen. Und ich muss mir ansagen, die Perspektive ist ein bisschen beschissen. Beschissen! Tengo una carga de granito parada en el puerto esperando que la descargue. Pero tendría que hacer sitio en el patio. Creo que es demasiado. Das ist der Schlüsselmeister, okay. Die Perspektive mit der Mauer ist ein bisschen wirklich ein bisschen blöd. Wieso rennt der jetzt aus dem Gebiet raus? Kommst du auch wieder zurück? Ist das dein Ernst? Alter! Sag mal, bist du mad oder was? Ja, ohne Scheiß, ich drücke hier die ganze Zeit, dass der... Geh da weg. Oh.
Okay, wieso hält die Frau ihn fest? Dann weiß ich nicht. Kugeln voll, alles geplündert, alles voll. Wir müssen dahin. Ach, ey, du bist so behindert, Edward. Müssen jetzt eh anonym werden. Deswegen auch so behindert, ja. La 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 la. You cannot find me because I'm diving. But please. Wir tauchen lieber nochmal unter. Okay, er geht. Oh nein. Oder doch? Ich weiß es nicht. Was macht der Typ da? Das ist ein bisschen dreist, so hinter der Wache herzulaufen und dann so reinzulaufen, dass wir, ja, ne? Holz 25, Metall 40, Stoff 25, oh, das war jetzt aber nicht so viel. Ich habe mir ein bisschen mehr erhofft. Aber Kleinvieh macht auch Mist, von daher bin ich zufrieden damit. Und wir sollten hier ganz schnell weg. Wir porten uns zu diesem Ding, damit wir auch möglichen Ärger aus dem Weg gehen. So, und dann wollen wir hier auch diese Templer hier machen. Da bin ich jetzt wirklich mal gespannt, was für Missionen. Das sind ja immer so Sondermissionen, nenne ich sie. Persönlich, ich wollte auch noch gucken, was es in Havanna für Tiere eigentlich gibt. Ich habe jetzt nur keine Ahnung, wo man das guckt. Gibt es hier überhaupt Tiere? Warum sollte es in so einer dichten Stadt Tiere geben? Das ist eine berechtigte Frage und ich sehe auch keine. Dementsprechend ist es wahrscheinlich unwahrscheinlich. Ist es wahrscheinlich unwahrscheinlich, dass hier irgendwelche. Oh, Holde Maid. Angriff auf das Assassinenbüro. Hallo! Ihr seid Rona, stimmt's? Kenway! Ihr sucht nach Ärger, schätze ich. Hm. Immer noch so charmant wie früher. Ach. Immer noch so aufdringlich wie ein Furunkel. Was wollt ihr von mir? Ich möchte euch warnen. Euer Leben ist in Gefahr. Welch helles Köpfchen ihr doch seid. Wie kamt ihr zu diesem Geistesblitz? Ach. Womöglich habe ich einem dieser Templerknaben, die ihr so gern habt, ein sehr sensibles Dokument überlassen. Herzlichen Glückwunsch. Eure Mission war erfolgreich. Kann ich es wieder gut machen? Ach. Seid ihr nüchtern genug für eine Zielübung? Was tut man nicht für eine Lady? Ach. Helft mir gegen diese Männer! Okay, du brauchst ja nicht so brüllen. Es ist ja nicht so, als wäre die Geräuschkulisse sehr groß. Verteidigen. Die kommen von überall! Du bist am Ende! Hauptsache, sie schlägt sich viel besser als ich. Aber solche Missionen finde ich schön, einfach nur. Oh Mann, ich hab doch gekontert! Ich habe mehr als genug Pulver, um sie auszuschalten. Was denn? Was muss ich denn machen? Die Pulverfässer. Wohin? Wohin? Da. Noch eins? Ja. Stellt ein Fass auf, wo sie es nicht erwarten. So vorm Eingang. Sie kommen von der Linken. Schießt auf das Pulverfass! Oh. Ich glaube, da hätte ich ein Pulverfass noch hinlegen sollen. Stellt ein Fass auf, wo Sie es nicht erwarten. Okay. Und jetzt? Wohin damit? Dahin. Blöp. Legt eine Falle mit Pulverfässern. Ja, ich hab's schon verstanden. Ah.
Wie schieße ich jetzt aufs andere noch? Deckt den rechten Eingang! Schießt auf das Pulverfass! Ich hab, glaube ich, das andere erst machen. Warum bringt ihr kein Pulverfass zur Explosion? Was soll das denn heißen? Wir bringen hier die ganze Zeit Pulvermesser zur Explosion. Sei nicht so gemein zu mir. Nehmt ein Fass. Legt eine Falle. Boah, die ist voll aggressiv, die Frau. Hier liegt doch schon eins. So. Na schön, wir müssen erstmal nachladen. Gut, dass wir das mal machen. Na, wir müssen nachladen. Ja, ein bisschen Angst, dass die liebe Rona. Boah, die ist viel schneller als ich, unglaublich. Sind wir jetzt irgendwann mal fertig? Noch ein Pulverfass. Oh. Sind wir durch? Und? Ist das euer neues Ich? Sir Edward von Havanna rettet eine Maid in Not. Passt es denn zu mir, Fräulein? Besser als eure alte Persönlichkeit. Fürwahr, Edward, warum seid ihr hier? Tja, da ist ein Schlüssel. Vermutlich in der Tasche eures Templerverehrers. Ich brauche ihn. Wirklich? Und warum behalte ich ihn nicht einfach selbst? Rona, ich weiß, dass ihr gern Männerstiefel tragt, doch was dieser Schlüssel öffnet, passt euch nicht. Ich sag euch was. Fällt mir eine Aufgabe ein, die Hilfe eines besonders einfältigen Kerls erfordert, lass ich euch rufen. Sind wir jetzt fertig? Weiß ich nicht. Keine Ahnung. Achso, nein. Ein Dieb auf dem Markt. Habt ihr über mein Angebot nachgedacht, Rona? Ja, da ich unpässlich bin... Und da mein Pflichtgefühl stärker wiegt als mein Stolz, gibt es da ein Problem, das ihr untersuchen könntet. Fahrt fort. Und ich sagte, untersucht ein Problem, nicht schafft eines. Ja, Mama. Mama. Eine Häufung von Raub und Missgunst. Es kann kein Zufall sein, dass dies gleichzeitig mit den anderen Angriffen begann. Seht, was ihr in der Nähe des Marktes herausfindet. Kein Lauf. Ein aufdringliches Furunkel wie ich? Seid ihr sicher? Ich enttäusche euch nicht. Es dürfte schwer sein, noch enttäuschter zu werden als jetzt. Oh. Die haben echt eine pässliche Lage, müssen die beiden, ha? Den Markt untersuchen. Ja. Juhu. Juhu. Was gibt es Schöneres? Als Marktuntersuchung anzustellen. Wo sind denn die Tänzerinnen, hä? Die könnte ich jetzt, glaube ich, echt gut gebrauchen. Nee, ich möchte hier rum. Und dann sehe ich, ich stehe vor einer Tür. Das ist dumm. Aber wir können einfach über die Tür klettern und sind dann jetzt wieder auf der Hauptstraße. Plupp! Kätzchen! Hallo! Miau! Ich glaube, Katzen mögen mich nicht. Die klettern nur immer zwischen meinen Beinen. So. Oh Mann, ey. Wie weit ist denn das hier weg? Noch 90 Meter. Ma. Drücken Sie eh, um Ihre Verbindungsbefehle zu folgen oder warten. Ja. La Habana se ha convertido en un lugar horrible. Hay rateros por todos lados. Meine Weibchen könnten ein bisschen schneller laufen. Ladies, ich brauche euch zur Tarnung. Solltet mal ein bisschen mehr Sport treiben.
Últimamente los rateros se arremolinan como mosquitos. Y su picadura va directa da hinten sind sie. Man sieht was Goldenes durchschimmern. Wenn ich Jäger wäre, würde ich... Ja, Untertitel wird natürlich übersetzt. Wunderbar, könnt ihr lesen. Okay. Sí, usted. ¿Qué desea? ¡Eh! ¡Al ladrón! Fang. Ah. Den Taschendieb fangen und plündern. Und was mit der Wache, die dem hinterher rennt? Hund! Oh nein, tut mir leid, Hund. Oh, ich hätte einfach gerade auslaufen sollen. Mal auf sowas bin ich doch nicht vorbereitet. Und seht ihr wieder ein Fall für den Nichtnutzen von Frauen. Ups. Okay. Und jetzt sind wir immer noch nicht fertig hiermit. Sind wir jetzt hier fertig mit dieser Mission? Mein Gott, wir sind aber... Boah. Oh, Leute. Wenigstens hat die Wache nicht aufs Pfeifen reagiert gerade. Aber schön, eigentlich war voll, es war eigentlich voll gut, dass der Typ sich so schön in die, das Gebüsch gestellt hatte. Wir die Zeit auch noch hatten auf ihn. Wir haben ihn ja so penetrant gelb markiert. Ja, sie haben eine Schatzkarte. Wir wissen das. Aber die Schatzkarte kommt gleich. Wir müssen erstmal Rüstungswettlauf. Mein Gott, wieso hatten die so viel? Was habt ihr erfahren? Ich habe einen Taschendieb erwischt. Er hatte eine Karte. Irgendwas mit Lagerhäusern und Schwarzpulver. Ich habe auch nachgeforscht. Eines ist offenbar. Dieser Templerschuft leitet die ganze Operation. Hillary Flint. Der Name stand auch auf der Karte. Mit Taschendieben finanziert er ein Wettrüsten. Gegen wen? Mich. Und er gewinnt vermutlich. Ja, doch mit der Karte können wir seine Waffenlager zerstören. Worauf warten wir? Okay. Pulverreserven zerstören. Wir wählen mal wieder unser Schwert aus. Ach, ich muss schon wieder alleine laufen. Okay. Why not? Pulverleger an Brand setzen. Ich hoffe, das ist dann auch fertig, die Mission. Das ist ja wirklich eine dreigeteilte Mission. Das ist ein bisschen nervig. Ach, Edward. Jetzt. Geh. Leichte Tendenz zu Aggressionen. Diese Leiter sieht ja zu köstlich aus. Ich sehe, dass da drei Schützen sind. Danke. Wir machen erstmal auch die erste Schütze weg. Wie nada? Ich geb dir gleich nada. So. Kann man denn jetzt... Ups. Achso, der hat mich gesehen, dass ich da... Ups! Da jetzt aber. Jetzt weiß er nämlich nicht mehr, wo ich bin. Ja. Ach Mann, Leute! Du sollst dich abhängen. Ma. Man sieht die Dinger auch mal wieder nicht. Okay, das ist noch voll, voll. So, und jetzt? Wir verstecken uns mal im Schrank. Ja, genau deswegen. Und schnell raus. Oh Mann! Jetzt werde ich auch noch von irgendwelchen random Leuten angehalten. Können wir uns einfach porten? Ist doch unglaublich. Oh. Ich habe jetzt nicht gedacht, dass das ein Kanal wäre. Hoppla.